Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren hier im Thüringer Landtag. Wenn man die Redebeiträge von der AfD und von Herrn Kellner jetzt nebeneinander legt, dann muss man feststellen, dass es hier Parallelen gab. Und ich möchte gerne, denke ich, auf zwei, drei Sachen eingehen, weil wenn die unwidersprochen im Raum stehen bleiben, sicherlich das nicht der Sache dient. Es ist natürlich nun relativ erwartbar, dass die AfD genauso wie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung der rot-rot-grünen Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen empfehlen, doch bitte keine weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Das ist so erwartbar wie auch abzulehnen, und es ist auch so flach und klein wie abzulehnen. Und es macht es auch nicht besser, Herr Kellner, dass Sie hier vom Rednerpult des Thüringer Landtages immer wieder mit einer von der CDU selbst durchgeführten, natürlich komplett interessengeleiteten Befragung unter Jugendlichen hier argumentieren. Das wissen wir doch alle, und Ihre Zahlen, die Sie daraus zitieren, sind deshalb keine Argumente, sondern ein willfähriges Werkzeug. Und dann gibt es noch eine Erstaunlichkeit, die bei AfD und CDU gleichermaßen, meine ich, zu einer Schwierigkeit, wenn man es denn zu Ende denkt, führt. Sie argumentieren, dass wir ja hier, so wie Sie tun, erstmaligst das aktive und das passive Wahlrecht auseinandergehen lassen. Ja, argumentieren Sie denn jetzt tatsächlich dafür, dass Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr die Landrätin oder den Landrat wählen dürfen? Weil wir hätten, das wäre ja die Logik dessen, was Sie hier sagen. Ja, oder ist es denn Tatsache, Absicht der CDU zu fordern, dass alle Abgeordneten des Thüringer Landtages, die das 40. Lebensjahr noch nicht erfüllt haben, zukünftig die Ministerpräsidentin nicht mehr wählen dürfen? Weil das ist auch eine Altersbegrenzung. Wir haben ein Recht, ein Wahlrecht, das aktives und passives Wahlrecht kennt, und zwar aus gutem, vernünftigem Grund. Aus gutem, vernünftigem Grund. Und das wird überhaupt nicht angegriffen mit dieser Entscheidung. Nur Sie haben das Problem, dass Sie den Menschen nicht erklären können, warum Sie mit Schaum vor dem Mund gegen eine Wahlrechtsreform agieren. Und das auch noch mit Argumenten, die, wenn Sie der Weisung, sage ich jetzt mal, oder dem klugen Satz von Bernhard Vogel, der, glaube ich, damit endet und bedenke das Ende, eben nicht wirklich dienen. Und es ist noch eine zweite Sache. Sie argumentieren immer, weil Jugendliche sich nicht hundertprozentig, also die 16- bis 18-Jährigen in den Ländern, wo das schon möglich ist, nicht 100% an der Wahl beteiligen, also es keine hundertprozentige Wahlbeteiligung gibt, müssten diese ja nicht das Wahlrecht haben. Wohin kommen wir denn, wenn wir das Wahlrecht daran knüpfen, an eine hundertprozentige oder mindestens 60-prozentige Wahlbeteiligung der jeweiligen Alterskohorte? Dann dürften nach statistischen Erhebungen mal die 50-Jährigen nicht wählen, mal die 60-Jährigen, mal die 70-Jährigen nicht und mal die 20-Jährigen nicht. Was für ein himmelschreiender Unfug! Was für ein himmelschreiender Unfug! Herr Brandner, es tut mir in der Seele weh, dass ich auf Sie eingehen muss, aber es ist beleidigend. Es ist wirklich beleidigend, wenn man versucht, hier mit Argumenten auf das, was Sie erzählen, wenigstens zu antworten, und dann so unqualifiziertes Zeug zwischengerufen wird. Unqualifiziertes Zeug. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit diesem Gesetz mehr Demokratie wagen. Denn mit der Demokratie ist es wie mit dem Fisch im Fluss. Nur wenn er lebendig ist, kann er auch vorwärts kommen. Wir wollen eine lebendige Demokratie, und deshalb müssen wir, lieber Kollege Moring, jeden Tag die Demokratie erkämpfen, jeden Tag die Demokratie weiterentwickeln und jeden Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Demokratie gestalten. Wenn wir das nicht tun würden, wenn wir dem Beispiel der CDU folgen würden, sehr geehrter Herr Moring, dann würde es heute immer noch kein Frauenwahlrecht geben. Denn es waren genau die Argumente, die Sie heute gegen das Wählen mit 16 einwenden, waren die Argumente gegen das Frauenwahlrecht. Aus welchem Jahrhundert kommen Sie? Aus welchem Jahrhundert kommen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und
alles Argumentieren der CDU und AfD, und da sind Sie sicher diesmal kräftig einig und wahrscheinlich, so wie ich Sie gerade sehe, auch mächtig stolz drauf. Alles Argumentieren endet an einem Punkt, über den Sie nicht drüber kommen. Und es ist nämlich der Artikel 20 Absatz 2 Satz 1. Und das Bundesverfassungsgericht hat das auch klargestellt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und Volk ist jedermann. Von der Geburt bis zum Ende. Jeder. Und es bedarf eines besonderen Grundes, das auszuschließen. Und jetzt wehren Sie sich dagegen, dass alle wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu dem Schluss kommen, dass 16-Jährige in unserer Gesellschaft nicht weniger kompetent und nicht weniger inkompetent sind, als es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 oder 100-Jährige sind. Und das ist ein wissenschaftlicher Befund. Den möchte die CDU nicht wahrnehmen. Und damit ist das Tor geöffnet für Ihre Argumentation. Aber wenn Sie diese wissenschaftlichen Befunde wahrnehmen würden, müssten Sie eingestehen, dass alle Ihre Argumente zum Fenster hinaus flattern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen uns an diesem Tag, auch wenn wir uns gewiss sind, dass nur ein Teil dessen, was wir heute beantragen und hier eingebracht haben, beschlossen werden wird. Wir werden heute wahrscheinlich nur das Wählen ab 16 auf der kommunalen Ebene beschließen können. Das ist gut so, weil, das wurde auch schon gesagt, es der erste Gesetzentwurf war, den die damals junge grüne Fraktion im Jahr 2010 eingebracht hatte. Für uns ist es dennoch ein wichtiger Schritt und es ist für die jungen Menschen und für die Demokratie in Thüringen ein kleiner, weiterer Meilenstein. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen mehr Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme geben. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Gentele.